Taliban in Berlin oder doch nicht? Ich war mit versteckter Kamera für euch in Berlin unterwegs und habe exklusive Aufnahmen von einem Gebäude, von dem du wahrscheinlich noch nicht mal weißt, dass es in Berlin überhaupt existiert. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir haben auch eine Antwort des Auswärtigen Amtes dazu dabei und ich kann euch sagen, es ist wirklich phänomenal spannend und am Ende bleibt eins, wir haben mehr Fragen als vorher. Los geht's. Und zwar, ich habe mich ja immer gefragt, was machen denn eigentlich die afghanischen Staatsbürger in diesem Land, die noch im Besitz eines Passes sind, ja? Also nicht alle haben den Pass weggeworfen, viele haben auch noch einen. Und was machen die, wenn dieser Pass abgelaufen ist? Die können ja schlecht nach Kabul fliegen und sich dort einen neuen Pass machen lassen. Ganz wie ihr das kennt von uns Deutschen, wenn wir im Ausland einen neuen Pass brauchen, gehen wir einfach auf eine Botschaft oder ein Konsulat. Dort wird dir geholfen, zumindest in der Regel. Ich dachte zumindest, seit Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gibt es in Deutschland keine konsularische Vertretung mehr. Denn die konsularischen Vertretungen, sie bestehen auf dem gegenseitigen Anerkennen der diplomatischen Beziehungen. Das wird gleich noch besonders wichtig. Als ich dann aber mitbekommen habe, dass die afghanische Botschaft in Berlin ganz normale Pässe ausstellt, Driving Licenses und so weiter, da musste ich mich davon erstmal selbst überzeugen. Jetzt kommen die Bilder von der afghanischen Botschaft in Berlin, aufgenommen heute Montag, 22. Juli. Ihr seht, regen Betrieb. Hier neben mir könnt ihr die Bilder sehen. Ich baue auch mal ein paar Standbilder hier ein. Auf dem Botschaftsgelände dort gibt es mehrere Container im Außenbereich. Dort sind anscheinend die Pass- und Visa-Vergabestellen, wie auch immer. Das Spannende aber jetzt ist ja, was ist denn mit dem Personal in dieser Botschaft? Ich finde es phänomenal, dass in diesem Land Dokumente eines Staates ausgestellt werden, den wir offiziell nicht anerkennen. Für uns gibt es die Islamic Republic of Afghanistan nicht unter Taliban-Herrschaft. Das ist von uns nicht geduldet. Jetzt gibt es hier in Berlin allerdings Botschaftspersonal. Und dieser Botschafter, können wir hier mal zeigen, der ist auf jeden Fall nicht auf Taliban-Linie, denn er hat den International Women's Day gefeiert. Ja, er hat den Internationalen Frauentag in Berlin in der Botschaft zelebriert. Allerdings letztes Jahr, dieses Jahr hat er sich nicht mehr getraut. Das Personal in der afghanischen Botschaft ist wie fast das gesamte Botschaftspersonal in allen Botschaften, die es gibt, akkreditiert über das Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen. Dieses Dokument, das regelt alles. Das regelt das mit diesem besonderen Kennzeichen, dass sie fahren dürfen wie die Henker und nicht zur Verantwortung gezogen werden. Allerdings steht in Artikel 2 drin, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Staaten und die Errichtung ständiger diplomatischer Missionen erfolgen in gegenseitigem Einvernehmen. Hallo, Frau Baerbock, haben Sie das mitbekommen? Wenn Sie die hier dulden, können Sie nicht sagen, Sie haben keine Beziehungen davon. Und selbstverständlich habe ich hier auch noch eine schriftliche Antwort des Auswärtigen Amtes dabei, die genau zu dieser Situation hier befragt worden sind. Und es ging jetzt vor allem mal um den Kenntnisstand, wie sich die Akkreditierungen nach dem Wiener Übereinkommen für die afghanische Botschaft in Berlin und die zwei weiteren afghanischen Konsulate in der Bundesrepublik seit dem 1. Januar 2021 verändert haben. Und zwar der Personalbestand der akkreditierten Mitglieder der afghanischen Missionen in Deutschland ist der folgenden tabellarischen Aufstellung zu entnehmen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Bevor wir uns diese Antwort anschauen, gehen wir doch mal auf die Seite auswärtigesamt.de. Was finden wir da? Die Vertretungen Afghanistans in Deutschland. Kein Spaß, Leute. Hier, schön, Telefonnummer, Öffnungszeiten stehen dabei. Und jetzt ist es besonders spannend. Sie haben drei solche Vertretungen. Und zwar vor dem Sturz der Taliban am 01.01.2021 gab es in der Botschaft 12 akkreditierte Mitglieder im Generalkonsulat Bonn 8 und im Generalkonsulat München 6. Jetzt gibt es hier natürlich Abgänge zu verzeichnen. Mit Stand 8.07., ihr seht, ist diesen Monat gewesen, gibt es in der Botschaft in Berlin 7, im Generalkonsulat Bonn 7 und in München 4 Leute, die akkreditiert sind über das Wiener Übereinkommen für diplomatische Beziehungen. Und weil Frau Baerbock immer wieder behauptet, man hat keine diplomatischen Beziehungen mit diesen Ländern,
Diese Akkreditierungen werden durchgeführt vom Auswärtigen Amt in Deutschland und da heißt es nach Artikel 2, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Staaten und die Errichtung ständiger diplomatischer Missionen erfolgen in gegenseitigem Einvernehmen. Wir arbeiten mit der Taliban zusammen, auch wenn das Personal vermutlich der Taliban gar nicht angehört, denn der Botschafter zum Beispiel war schon Botschafter in Berlin, bevor es den Sturz der Taliban gegeben hat. Es gab hier also auch keinen Personalaustausch, weil das anscheinend nicht möglich war. Allerdings stellen diese verbliebenen 18 Mitarbeiter im Bundesgebiet ja Dokumente für die Islamic Republic of Afghanistan aus, die wir offiziell nicht als Staat anerkennen. Und nochmal, die Errichtung ständiger diplomatischer Missionen. Das ist es nämlich, was es hier ist, denn sie sagen in ihrer Antwort ja selbst, der Personalbestand der akkreditierten Mitglieder der afghanischen Missionen in Deutschland. Und hier steht im Artikel 2, die Errichtung ständiger diplomatischer Missionen erfolgen in gegenseitigem Einvernehmen. Frau Baerbock, wir haben Sie am Arsch. Sie arbeiten mit den Taliban zusammen, wenn nicht proaktiv, dann zumindest hier über die Duldung. Denn Sie hätten dieses akkreditierte Botschaftspersonal bei Machtübernahme der Taliban die Akkreditierung entziehen müssen und sie des Landes verweisen müssen als persona non grata. So ist es nämlich offiziell vorgesehen. Dadurch, dass sie aber die diplomatische Mission hier dulden der Afghanen in Deutschland, ist es in gegenseitigem Einvernehmen. Sie lügen damit die Öffentlichkeit an. Sie haben sehr wohl eine Kooperation mit der Taliban und das sogar in Berlin. Und zwar zumindest durch Dulden des akkreditierten Personals. Ich sage dazu, das Personal gehört anscheinend nicht der Taliban an, die sind schon länger hier. Allerdings arbeiten sie für die Taliban. Denn für wen stellen sie denn sonst hier Pässe aus, Visa aus, Driving Licenses, wie es da heißt, auf der Webseite Birth Certificates? Und ich wette, wenn wir nachfragen bei der Bundesregierung, es wird keinen einzigen Termin in der Botschaft dort gegeben haben, mit dem Botschafter, mit irgendjemandem, der von der deutschen Regierung kommt, weil man sie nicht anerkennt. Aber ihr duldet sie im Land und damit haben wir euch. Wir haben euch. Wir haben euch einfach so richtig an den Cojones. Ganz einfach. Ihr seid damit erledigt, denn das ist vor Gericht Gold wert. In dem Moment, wo es am Ende darum geht, ob die Abschiebung scheitert oder nicht, muss man ihnen einfach das ins Gesicht halten und sagen, Leute, ihr habt akkreditiertes Personal aus Afghanistan hier und nach dem Wiener Übereinkommen passiert das nur in gegenseitigem Einvernehmen. Damit fällt die gesamte Verteidigungsstrategie der Gegenseite völlig in sich zusammen. Ich finde das äußerst spannend hier. Ich bin da vorbeigefahren. Das ist, ist schon ein bisschen beeindruckend, 40, 50, 60 Afghanen da auf einem Haufen zu sehen. Wenn ihr wissen wollt, wo das in Berlin ist, ja, im Grunewald, im wunderschönen Grunewald. Die Leute dort, sie werden sich auch freuen, dass sie dort ist. Die Botschaft von Pakistan ist in Mitte, in Berlin-Mitte, falls es da jemand Fragen hatte. Ja, es gab einen Vorfall an der pakistanischen Botschaft in Frankfurt. Dort sind wohl afghanische Demonstranten in das Konsulat eingebrochen und haben die Fahne Pakistans entwendet. Darüber möchte natürlich auch niemand sprechen, aber the Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in Berlin, in der Taunusstraße 3 in 14193 Berlin. Wie findest du das? Taliban vermutlich mitten in Berlin oder zumindest Personen, die für die Taliban arbeiten, auch wenn sie selbst keine Taliban sind. Was wir allerdings überhaupt nicht wissen können und prüfen können ist, die ganzen Leute, die da täglich vorbeimarschieren, sich ihre Dokumente holen oder was auch immer sie dort machen müssen auf der konsularischen Vertretung, da kann es absolut im Rahmen des Möglichen sein, dass dort tagtäglich Unterstützer der Taliban ein- und ausgehen und das mitten in Berlin-Grunewald, in einem guten Wohngebiet und alle sagen, nein, wir haben keine Beziehungen damit. Viel spannender ist, es gibt jetzt einen ehemaligen Botschafter von Afghanistan, der regelmäßig in diese Botschaft geht. So weit, so normal. Wo geht der junge Mann aber noch hin? Ha, ins Auswärtige Amt. Da haben wir wohl jemanden, der inoffiziell für das Auswärtige Amt arbeitet, obwohl er gar kein Beamter ist oder dafür beauftragt wurde. Das ist eigentlich ein Skandal. Das geht nicht. Das Bundesamt des Auswärtigen oder die Bundesministerin des Auswärtigen muss ihre eigenen Beamten dorthin schicken oder persönlich dort erscheinen. Ich würde ja gerne mal die Frage stellen, bei wie vielen Identitätsfeststellungen von mutmaßlichen Afghanen konnte die Botschaft in Berlin behilflich sein? Ich wette, die Antwort ist
Null, zero, weil sie es nicht versuchen. Sie wollen uns nämlich erzählen, es gibt keine diplomatischen Beziehungen und nochmal, das ist falsch und ich habe sie überführt. Die diplomatische Mission erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen. Wenn das keine Beziehung ist, dann möchte ich mal wissen, was das sonst sein soll, Frau Baerbock. Damit können Sie einpacken, gehen Sie, umso schneller, umso besser, umso weniger Schaden gibt es für dieses Land. Beenden Sie alle Aufnahmeprogramme. Deutschland ist voll. Wir haben vorerst genug davon. Die Bevölkerung hat die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll. Du hast die Schnauze voll. Die Kassen sind sowieso leer. Deswegen, genau deswegen sind die Kassen leer. Aber ihr seid Wahnsinnige. Richtige Wahnsinnige, ja? Und ihr meint, die Leute kapieren das nicht. Ich kann nur sagen, ich bin da einfach mit dem Bus hingefahren, vorbeigelaufen, hab dann meine Kamera verdeckt montiert und bin dann mit einem Cityroller wieder vorbeigefahren. Hat keiner gesehen, Leute. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, dann kriegst du mehr dieser Videos. Ich habe auch X und Telegram, wenn dich das interessiert. Mich interessiert aber unbedingt deine Meinung. Denkst du auch, es gibt hier Talibans in Berlin? Wenn du jemanden kennst, den du für die Taliban hältst, rufe bitte an bei Bundesministerin des Innern, Frau Nancy Faeser, oder bei Herrn Haldenwang, damit sie sich der Sache direkt annehmen können. Denn sie sind auf dem rechten Auge blind und manchmal haben sie einfach beide zu. Deswegen, kennst du jemanden von der Taliban? Bitte melde es bei Frau Baerbock oder wo auch immer, Antiterrorabwehrzentrum hier in Berlin-Treptow. Sie sind alle dankbar für diese Hinweise. Und damit sage ich ciao, bis bald.